Willkommen zurück bei Urmensch TV. Ich bin hier gerade an einem Kreidesee und mit einem kleinen Lagerfeuer werde hier einen Overnighter machen, dazu später mehr. War auch ein bisschen paddeln und habe Stockbrot am Start. Wie man hier sieht, ist das Stockbrot schon am Feuer und wir sehen das Wasser. Und machen jetzt einen kleinen Zeitsprung erst einmal zurück, wo ich das Feuer mache. Und der Plan ist jetzt, hier einfach an dem Platz mit dem Schlafsack heute Nacht einen Overnighter zu machen. Das Feuer auf der linken Seite, der See auf der rechten Seite und in der Mitte einfach hier die Picknickdecke.
Ich habe jetzt meinen Schlafsack hier schon mal hingelegt auf der Decke und hat auch noch einen Poncho dabei. Weiß ich nicht, ob man hier was erkennt, aber ich habe jetzt einfach den Poncho da drüber gelegt. Denn hier am See ist ganz schön Feuchtigkeit. Ich hoffe mal, der Poncho hält zumindest so weit die Feuchtigkeit weg, dass sie nicht in den Schlafsack zieht. Aber mal gucken. Jetzt haben wir ungefähr 0 Uhr. Und ich gucke mir noch ein bisschen das Feuer an. Und gehe dann schlafen. Guten Morgen. Ich bin jetzt aufgestanden. Wach noch nicht so ganz. Und wir sehen schon, die Sonne, die scheint schön. Sind jetzt mittlerweile 9 Uhr. Die Nacht war ganz schön hart auf dem Boden hier. Man sieht ja hier eigentlich auch, dass nicht so richtige Wiese, sondern der ist komplett hart, der Boden. Und ich hatte ja nur die Picknickdecke drunter. Deswegen war die Sache ein bisschen hart und auch hügelig. Und von ein paar Ameisen wurde ich auch angegriffen. Aber ansonsten richtig schön. Also mit dem See im Hintergrund. Der Feuchtigkeit ging eigentlich. Komischerweise war abends relativ feucht und über die Nacht kam gar nichts mehr irgendwie. Kein Plan. Boah. Feuer hatte ich noch schön brennen. Man sieht, der Baum, der ist auch noch halb abgebrannt. Und ja, ich mache mich gleich nochmal fertig, gehe ein bisschen schwimmen und paddeln. Und sag schon mal bis zum nächsten Mal.